Die elektrische Zigarette im Vergleich natürlich zu jeder normalen, traditionellen Tabakzigarette ist in der Tat viel, viel weniger gefährlich. Das können wir mit Sicherheit sagen. Das ist gar nicht die Frage. Wo dann jeder so wild seine Nikotinfläschchen untereinander mischt und dann steht es in der Küche und dann kommt vielleicht irgendjemand rein und nimmt das Nikotin, vielleicht gibt es dann was zu essen und mischt es dann noch drunter. Im Vergleich natürlich zu jeder normalen, traditionellen Tabakzigarette ist in der Tat viel, viel weniger gefährlich. Das können wir mit Sicherheit sagen. Doch genau vor diesem Vergleich warnen Experten wie Monika Pötschke-Langer vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Wenn das Gefährlichste zum Maßstab wird, wirke alles andere weniger bedenklich. Und Viel, viel weniger gefährlich. Viel, 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 weniger viel, gefährlich. viel, viel, Weniger viel, gefährlich. viel, 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 Weniger viel, viel, gefährlich. weniger gefährlich.